Penner. Hallo Lisa! Gestern noch was Aufregendes passiert. Du warst aufgenommen im Blog? Nee, gestern ist nichts. Heute ist ein bisschen was passiert. Mit Hilfe vom Chat. Chat war hilfreich, Chat hat geholfen. Aufgenommen im Blog wurde ich, ja. Die haben mir sogar jetzt mir zu Ehren ein Stargate errichtet. Wieder groß, Gravur, Otok, für Otok in Gedenken an, Heldentaten, heroisch. Vielleicht, weil es hier nicht ums Überleben geht, ja. Meinst du? Geht's nicht immer ums Überleben? Okay, ich glaube, hier ist nichts weiter. Also können wir zu den Eiern da gehen. Dann können wir der Guten an die Eier. Genau, irgendwas. Nee, so. Überall nur grünes Licht einfach. Legen hier auch keine Eier oder so, ne? Das ist halt einfach. Sind halt einfach da. Haben wir hier? Mal gucken mal einer an. Hier kommen die Glubscher auch rein. Achso, ah. Hier werden sie dann nochmal reingespült. Nimm den doch! Ach, hier geht's. Hier ist noch irgendwas. So ein Stargate, ne? So. Jedenfalls so aus. So. Achso. Stimmt nicht gemacht. Das ist für eine Lüge. Was? Wow. Ich habe mich jetzt von da unten im Wasser hier hochgeportet. Geil. Aua. Hat mir Shelly gegeben, das Vieh. So. Auf nach da vorne und gucken, ob wir da irgendwas machen können. 11 Grad sind hier nur. Aber kalt in der Butze. Hier, guck mal, hier ist ja noch was. Was haben wir denn hier? Hat sie hier Eier gelegt, oder was? Können wir die jetzt... Steck mal aus. Hier, gucke. Inkubator. Aha. Enzym zum Schlüpfen. Was? Enzyme zum Schlüpfen.
Seeimperator-Ei. Wo das denn? Die Eier des Seeimperators. Die Eier des Seeimperators. Erstens Schale. Ungewöhnlich harte Schale. Das organische Wachstum auf der Außenseite ist ein Hinweis dafür, dass diese Eier hunderte, vielleicht tausende von Jahren alt sein können. Zweitens, fremde Röhren. Fremde Geräte durchringen die äußeren Schichten der Schalen und sind wahrscheinlich dazu gedacht, sie mit Nährstoffen zu versorgen und sie vor der Umgebung zu isolieren. Echt, und da... Ja, keine Röhren. Fruchtblase. Wie viele Eier auf 45, 46 B enthalten? Auch diese keine Nährstoffe, die der Embryo langsam verbraucht. Was? Stattdessen existieren sie in einer Art natürlichen Stase und warten auf angemessene Bedingungen zum Schlüpfen. In meinem Aquarium. Ich hab da sind schon Knuddelfische geschlüpft, das glaubst du nicht. Fötus. Es gibt eine hohe genetische Übereinstimmung zwischen diesen Organismen und den Leviathanen in der Nähe. Die scheinen stabil und gesund zu sein. Jawohl. Es ist wahrscheinlich, dass die idealen Bedingungen zum Schlüpfen von den idealen Bedingungen für das Überleben des Elterntiers erheblich abweichen. Enzyme zum Schlüpfen hier. Ja, das Imperator sind einer Art Bluttasten angeschlossen. in einem normalen Lebenszyklus scheint es wahrscheinlich, dass die Seeimperatoren ihre Eier in sich seichteren Gebieten vergraben hätten, wo verschiedene organische Materialien im Boden einer Schlüpfreaktion ausgelöst hätten. Der Brutkasten legt nahe, dass die Fremden auf die Entwicklung künstlicher Schlüpfenzyme zurückgegriffen hatten, die die natürliche Schlüpfumgebung der Eier simulieren sollten, aber sie waren nicht in der Lage, die Formel festzustellen. Also, das können sie nicht, aber die können Stargate bauen, aber nicht so eine Formel. Komm. Kacknoobs. Mit umfangreichen Informationen über die Seeimperatoren selbst kann es immer noch möglich sein, ein künstliches Schlüpfsystem unter Verwendung von einheimischen Zutaten herzustellen. Da hat sie klingelt. Jedoch könnte die einzige erhaltene Quelle dieser Informationen der Seeimperator selbst sein. Ich weiß nicht warum, aber ich fand es passte. Kurz kleiner Blick hier. Ich muss Strom drauf geben, sonst sehe ich Chat gleich nicht mehr. So. Okay. Ich habe auch eine ungewöhnlich harte Schale um meine Eier. Was hab du denn mit deinem Aquarium? Du hast den Fisch einfach im geworfen. Ah, hab ich heute auch schon wieder. Da hat er recht. Die stehe ich auch ein. Oh, ich bin hier am Ertrinken. Ja, okay, aber vor allen Dingen nimm so ein Ei mit. Wie soll ich denn das machen? Guck mal, wie groß die sind. Wo soll ich die ausschlüpfen lassen? Ausbrüten. Ja. Oh! Oh! Alter! Ja. Ah, hier. Gucke an. Ionenwürfel. Kann ich hier was runterladen? Nee. Na, dann hauen wir da mal den Würfel drin. Ja, schwimm du mal lieber weiter. Weißt du, was jetzt passiert? My young need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take.
Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich möchte darauf hinweisen, ich besitze ein brennendes Messer. Ja? Nur, dass wir uns beide vorher hier auch klar verstehen. Und eine dicke Kanone habe ich auch. Hier. Ah ja. Ich bleib beim Messer. Die Entscheidung liegt beim Messer. Enzyme zum Schlupfen hinzufügen. Ich halte von der Sache nichts, aber... Hallo? Hallo? Ich drücke, aber es passiert nichts. Hallo? Oh. Oh. Was ist jetzt? Hallo? Ist es abgekackt oder? Ah, na klar. Ja. Und jetzt kommt Pause. Werbung. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt, wie geht's weiter? Sich dir voll an, du willst sie mir. Die bietet sich mir nicht an, die will mich ausnutzen. Ist eben kein Lemon. I see what you did there. Twitch ist doch dumm, blockt seine eigenen Clips. What? Was für eigene Clips? Bei mir kommen doch gar keine Clips, oder? Ach doch, die von Twitch selber. Aber damit habe ich nichts zu tun. Ihr kriegt dafür nichts. Die nutzen mich aus und ich krieg dafür nicht mal was. Alter, jetzt kommt noch der Österreicher. Jetzt wird es auch noch so rechts hier auf einmal. Schaltet man ein für eine Runde O-Taktik bauen und dann kommt erstmal Pause. Immer dasselbe. Das ist schlimm, ne? Das ist schlimm. Ja, ich muss sehen, wo ich bleibe. Wenn ich nicht die Pausen mache, dann gehe ich hier vor der Runde. So, was machen wir jetzt? Warten. Gucken wir hier ein bisschen in Ordner rein. Wo heißt denn eigentlich Ordner? Weil die Sachen ordnen, ne? Hätte man ja auch Speicherer nennen können oder Sammler. Naja. You have chosen not to activate chemical taste neutralization. Thank you and have a nice day. So, wenn sie fertig mit reden, dann klicken wir. Dass da unten weg ist. Sieht mir schon wieder über die Schulter. Ja, sie ist. Okay, so. Junge Frau? Ich hab ihr jetzt drauf geklickt, ne? Ich glaub, ihr Computer ist kaputt. Ja? Sollen wir ein neues Windows aufspielen? Oder was ist das? Ist das Windows Vista? Deswegen läuft das nicht. Welcome aboard, Captain. Brauch mal Luft. Ja, was mach ich denn jetzt? Geht dir nicht. Ich klicke hier drauf, da passiert nichts. Ja, drücke F8, um Fehler und Feedback. Ja, Fehler würde ich gern melden. Brutkasten geht nicht. Ich klicke hier, hier passiert nichts. Oh, hier leuchtet aber grün, ne? Ja. Wollen Sie mal drauf drücken? Sie haben irgendwie kräftigere Finger.
Hexe. Mädchen, erschreck mich doch nicht so. Aber das hast du schön gemacht. Schön sauber. Was ist denn jetzt? Schwänge die hier rum. Ja, einmal lächeln. Ja, ich hab sie voll drauf. Wenn sie jetzt irgendwas anstellen, ne? Fahndungsfoto geht raus. Ich verstehe. Sie wollen hier, dass ich... Was? Ich kann hier scannen. Aquariumbogen. Das ist ganz anders als die anderen Bögen. Ist halt im Wasser. Ich brauche nochmal einen Würfel. Kleinen Moment hier. Ja. Aber du hast auch keine Geduld, ey. Wirklich. So eine. Hibbelige Person. Ja, ich brauche nochmal einen Würfel. Und drin. With the passage you've opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give this secret willingly. Ah, jetzt hören wir zum Schlüpfen. Lesen bildet. Hahaha, witzig. Wenn ich jetzt erst das zum Lesen kriege. Aber netter Versuch. Hast fast geklappt, ne? Hast fast gewonnen. Easy, finde ich. Der Lebensentzyklus des Seeimperators. Ja, ja, geil. So, wo kommen wir da hin? Guck mal an, ja. Sind wir im Ostblock. Da ist der Donglong. Da steht er rum. So. Dann holen wir mal unseren Krebs noch ab hier wieder. Oh. Geht der Sauerstoff nicht runter hier beim Rumteleportieren. Ja, hier! Ja. Urin. Lecker Nougat-Block hier. Was haben wir denn? Wo ist das denn? Die hat Blähungen. Oder er hat Hunger. Magenknurren. Das kann auch sein. Wissen wir nicht. Ach Gott, wo ist es denn jetzt? Ah. Eine organische Substanz, gewonnen aus Pflanzen im natürlichen Brutgebiet des Imperators. Zum Auslösen einer Schlüpfreaktion. Augenstängelsamen, Geisterkrautsamen, Lampenbuschprobe, Pilzprobe, Seekronensamen. Aha. Also was ist die Pilzprobe? Ach, von den großen Pilzen da, ne? Ah, okay. Na dann. Ja. Der Wind stand schon auf der anderen Seite. War schon durch. Das dunkle Portal. Ich kann gleich den Arzt nochmal drauf.
Die eine haben wir ja schon hier. Müssen wir jetzt aber zurück, ne? Erstmal. Das Geisterkraut habe ich auch. Lampenbusch haben wir auch. Pilze müssen wir schnell holen und Augenstängel sagen müssen wir holen. Ne, Augenstängel habe ich glaube auch schon. Braucht nur die. Nur die Pilzprobe. Engine powering up. Mein Rückspiegel. Hallo. Mein Rückspiegel hier. Hallo? Machen wir hier lang? Machen wir hier lang. Grüße. Flagged emergencies. Warning. Vessel calibrated. Excessive noise. Hey. Ahead standard. Braucht das eigentlich Urenergie? 74? Das könnte auch Zufall gewesen sein, ne? Beinahe. Ja. Fahren wir mal nach Hause. Oh. Guck dir diesen Arm an. Ein fließender Übergang. Wieso kann der Zyklop eigentlich keine Torpedos feuern? Der Krebs und die anderen kannst du ja ein Modul reinhauen. Das Schiff ist unfähig, Torpedos zu feuern. Täuschkörper, okay, aber. Aber war hier nicht auch irgendwo direkt das Pilzgebiet? Nee, nein, nein. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, da drüben. Ist das Ding so lahmarschig, weil es ganz schön groß ist. Ich meine, ich kann auch auf 3 gehen, aber bei 3 überhitzt es eh andauernd so schnell. Ich meine. I had flagged emergency speed. Warning. Vessel calibrated. Excessive noise. Ach, so geht's, wa? Und immer mal wieder kurz. Engine overheat. Ahead standard.
So. Engine powering down. Hoch, hoch, raus. So. Seek fluid intake. Ja, gut. Vital signs stabilizing. Hier los, ey. Die ganzen Dinger sind schon kaputt. Gleich wieder nach mir geschnappt. Welcome aboard, Captain. So, jetzt gucken wir mal. Hier habe ich doch. Was haben wir hier? Oh, scheiße. Huch. Habe ich doch nicht. Oh, müssen wir auch noch holen. Ich war der Meinung. Ich war der festen Überzeugung, wa? Habe ich das hier reingehauen. Ich hab da noch ein Ei. Blutranke. Aber hier, Lampenbusch und Geisterkraut. Das ist das haben wir. Zwerglampenbusch. Lampenbuschprobe, jawohl. Ja. Lassen wir mal nur an hier. Heißt doch, alte Männer müssen langsam machen. Mhm. Ich verstehe. Damit meint sie nicht mich. Kann sie ja nicht. Aber hier unten? Ne, habe ich auch nicht. War fest der Überzeugung, dass ich dieses andere auch hatte. Habe ich bestimmt weggeworfen. Oder liegt das hier irgendwo? Thank you.